Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Beyond Two Souls. Wir befinden uns immer noch beim Kondensator. Was ist der Kondensator? Ich meine, das hieß der Kondensator. Teil 2. Das ist so das erste große Kapitel, was sich, ich sag mal, nicht in 20 Minuten abhaken lässt, wenn überhaupt. Und wieder einmal bin ich gefragt. Ciao, ciao. Nochmal. Auch gut rein. Ciao, ciao. Power. Bleib bei mir, okay? Okay. Ich bleib bei dir. Das Gruseligste, was Existenzen tun können. Bürostühle durch die Gegend schieben. Als gäbe es kein Morgen. Okay, tatsächlich, ist das nicht allzu gruselig? Ja. Je ne sais pas, je ne sais quoi. Wenn sie anfangen würden, Französisch zu reden, so wie ich, dann würde ich mir wahrscheinlich mehr Sorgen machen. Okay, vielleicht selbst dann würde ich mir keine Sorgen machen. Ab da waren wir dann ein bisschen vorsichtiger, da durfte ich dann die Gegend, sag ich jetzt mal, auskundschaften. War ganz unterhaltsam, war uns halt nicht geheuer. Dann hieß es halt, geh mal lieber gucken, was da ist. Ja gut, kein Problem. Und was soll ich sagen, es funktioniert halt, ne? Ja, war das erste Mal, dass Existenzen gefährlich werden, ne? Das ist ja Strangulierung. Kann tödlich enden. Für diejenigen, die damit nicht so eins und eins, ne? Strangulierung eines menschlichen Wesens kann im schlimmsten Fall zum Tode diesen eben jenes führen. Und das wollen wir ja eigentlich dann verhindern. Denke ich doch mal. Also ich wäre eher der Fan von passiert nicht, aber... Na, wer weiß das schon immer so. Kann ja schlussendlich doch passieren. Der Kondensator ist nah. Ich fühle das Echo der anderen Seite. Das Lass uns vorsichtig gibt sein. Ein Echo? Okay. Möglicherweise kommen wir ungesehen durch. Ich möchte dich tunlichst darauf hinweisen, dass du nicht unsichtbar bist. Also beim besten Willen, meine Liebe. Du bist nicht unsichtbar, du wirst da wahrscheinlich nicht ungesehen dann einfach durchkommen, denn du bist ziemlich sichtbar, aber... Ich habe nur gewarnt. Wenn wir dann schlussendlich doch entdeckt werden, tja... Ich habe gewarnt, ich habe gesagt, wir sind ziemlich sichtbar. Scheint ja verflucht kalt zu sein. Ich meine ja nur. Er ist tot. Getötet durch... Naja, wer weiß das schon so genau. Ich würde mal sagen... den anderen Wesen. Und keiner weiß, was man eigentlich tun soll, weil es... Na, das Spiel lässt uns jetzt ein bisschen Freiheit. Sie kann, meine ich, nicht erfrieren. Das sage ich jetzt aber auch tatsächlich einfach nur so. Es kann gut sein, dass uns die Gute hier wegfrieren kann. Ich weiß davon zwar nichts, aber würde mich halt nicht wundern, wenn die Möglichkeit besteht. Dementsprechend würde ich sagen... Run away! Also ja, die Existenzen können, wir halten fest, die Existenzen können Leichen übernehmen. Etwas, was wir nicht können. Wir übernehmen ja nur menschliche Körper. Wobei ich mich da frage, was ist jetzt schlimmer, wenn ich einen menschlichen Körper übernehme, der ein Bewusstsein hat, oder die Existenzen, die... Naja, eine Leiche übernehmen.
weiß es nicht. Ihr könnt ja gerne in den Kommentaren schreiben, was ihr denkt. Wie gesagt, ich fände es jetzt nicht so toll, wenn mein Körper übernommen wird, während ich das mitkriege. Blup. Blup. Da muss ich ja sagen, die fallen wie die fliegen, ne? Aber anstupsen so. Bap, bap. Ich meine ja auch nur. Das ist schon sehr unterhaltsam anzusehen. Wie sie halt fallen. Also, wenn sie fallen, dann fallen sie halt richtig. Und zwar richtig, wie die fliegen. Und gut, damit sind wir mehr oder minder in der, ja, Steuerungseinheit, sag ich jetzt mal. Ich darf auch mal wieder diesen wunderschönen, hier hast du Erinnerungstrick vorführen. Irgendwas passiert da. Der Energielevel im Kondensator steigt immer noch weiter. Wir müssen ihn jetzt runterfahren. Los! Ich kann nicht! Ich kann nicht! Was sagt uns das? Wir haben Scheiße gebaut. So einfach ist das. Seien wir doch mal ehrlich. Das ist aber auch typisch, ja, Wissenschaftler, ne? Wissen nie, wann Schluss ist, machen immer weiter. Und im Nachhinein heißt es dann, oh, wir konnten ja nicht ahnen, dass es dann so und so sein wird. Ja, natürlich nicht. Woher denn auch? Aber gut. Ich schweife wieder ab. Ich lande in einer Hasstirade für Wissenschaftler, so wie es aussieht, aber meine Güte. Ja, sieht ja schon mal sehr schick aus. Portal check. Geisterhafte Wesen check. Ein Portal zur anderen Seite. Heißt das, komm nach Hause. Wäre ja dann so gesehen eine Möglichkeit. Aber dem wird wohl nicht so sein. Ich meine, Aiden hängt ja an ihr und kontrolliert es aber nicht. Also wahrscheinlich weniger. Der funktioniert ja prima. Das Mistding geht nicht. Großes Kino. Noch eine Konsole. Wenn ich die erreiche, haben wir noch eine Chance. Wenn du sie erreichst, meine Liebe. Ohne jetzt hier, ne, dem Miesepeter zu spielen, aber wenn. Ich meine, warum sollte sie es schaffen, wenn die anderen das nicht geschafft haben? Ja. Ich renne und du beschützt mich vor den Existenzen, okay? Finde ich doof. Los geht's. Aber ich darf ja nicht wirklich mitreden. Er ist ein bisschen schwummrig am Rennen gewesen, die Gute. Meine Gute, aber es funktioniert. Wenn man so möchte. Es funktioniert auf jeden Fall. Ja, scheinbar halte ich nicht nur die Existenzen fern, sondern töte sie auch direkt. Ja, das sieht ja nicht nach Beschützen. Beschützen, ja, richtig, aber es ist kein. Ich halte sie nur fern von ihr, sondern ich zerstöre die Existenzen. Zerstöre meine Brüder. Gut, dass keine Familienbanden bestanden. Los! Na, was muss ich denn noch alles machen?
unfassbar hier. Eine macht dies, eine macht das, eine macht jenes. Aber mit mir kann man es ja machen. Okay, nein, ich bin natürlich nicht wirklich böse. Aber auf einmal ist dann die Existenz sehr beliebt irgendwie. Also, da müsst ihr natürlich auch immer bedenken, dass wir hier natürlich tatsächlich eine durcheinander geratene Timeline folgen. Das ist dann halt natürlich, das artet halt manchmal aus, dass man keine Ahnung hat, was jetzt genau gerade Sache ist. Was macht das schon so? Was macht das schon? Es funktioniert ja irgendwie. Aber wenigstens können sie scheinbar mir nichts antun, wie das aussieht. Das ist schon mal ganz praktisch. Wäre ja auch traurig, wenn ihr einen auf einmal doch weg wäre, nehme ich an. Ja, Magnet hat angedockt. Ist natürlich auch ein sehr umständlicher Weg, aber was soll man machen, ne? Wenn kein richtiger Weg vorhanden ist, dann muss das eben so gehen. Den Grazilersprung noch einmal hinüber. Dann sollte das passen. Wenn denn jetzt die Karte funktioniert. Ja, das ist natürlich wieder dann der nächste Punkt. Wenn, beziehungsweise falls die Karte funktioniert. Aber sieht ja ganz gut aus. War das so geplant? Hätte man damit vielleicht rechnen müssen, dass es eine Art... ich sage jetzt mal Absorptionseffekt dann auch noch entwickelt. Ich denke mal nicht, oder? Es sei denn, die wussten das von vorher und wollten, dass sie da reinläuft, aber das wäre zu viel gesagt. Das ist unwahrscheinlich. Sieg für die Gerechtigkeit? Großes Fragezeichen in dem Moment, aber... Aiden? Ja? Aiden, bist du da? Bin ich noch da? Ah, ich bin noch da. Ach, ich doch nicht. Aber da merkt man, wäre Aiden auf einmal weg, wäre das natürlich wieder nicht so toll. Hm? Jody. Ich hätte dich da niemals einschicken dürfen. Es ist alles meine Schuld gewesen. Es war meine Schuld. Ach,
mein Gott, ich hatte solche Angst, dich zu verlieren, Jody. Was schickst du sie dann da rein? Siehst du, dass sie das wieder tun? Wenn sie ein Portal öffnen, wird alles verloren sein. Also mal ehrlich, wenn er weiß, dass das eine blöde Idee ist, oder er es sich zumindest, ich sage mal, denken kann, warum? Warum tut man das? Warum baut man sowas? Warum schickt man jemanden da rein? Das macht halt insofern keinen Sinn. Ja, das nächste Kapitel werden wir dann erst beim nächsten Mal machen. Das war der erste große Aufnehmblock, den ich jemals mit ihr gemacht habe. Am Stück. Das waren jetzt 2 Stunden noch was. Am Stück ein Video aufgenommen. Obdachlos ist das nächste Kapitel. Das starten wir beim nächsten Mal. Ich hoffe, ihr seid auch wieder mit dabei. Und bis dahin würde ich sagen, auf Wiedersehen und tschüss, Leute.